Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier aus Maiswasser von unserem Busbahnhof mit den neuen fetten Reisebussen, die zu unserem Ausflugsziel fahren. Da habe ich jetzt das letzte Mal gesagt, ich würde gerne noch mitfahren und ja, es ist ein bisschen doof, jetzt ist Sonntagmorgen, die neueste Folge ist noch nicht raus. Das heißt, ich kann leider nicht sagen, ob jemand schon eine Idee hatte, wie wir dieses Ausflugsziel nennen sollen. Jetzt haben wir halt noch keinen Namen, aber das ist von daher natürlich auch kein Problem, denn wir benennen das dann einfach mal, sobald ich es weiß. Das kann man dann ja umbenennen, das ist kein Problem. Warum mache ich denn jetzt Autosave zu? Keine Ahnung, Gewohnheit, irgendwas poppt auf, gleich zumachen, wir machen keinen Fahrzeugersatz mehr, wir ignorieren Autosave. So, jetzt habe ich gefragt, ob es okay ist, wenn wir hier mal noch mitfahren. Da habe ich natürlich auch noch keine Antwort, da die Aufnahme zu aktuell ist, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal. Jetzt geht es ja eh auf die Autobahn. Da wird erstmal kräftig gebremst, auch nicht schlecht. Oh, und der Bus versinkt. Vor Scham? Was macht er denn? Das ist jetzt fast ein bisschen schade. Nicht optimiert für diese Art Straße. Ich weiß jetzt gar nicht, ist diese Autobahn eine Mod? Ich dachte ja. Das kann natürlich sein, dass sich das irgendwie dann ein bisschen mit den anderen Mods ja schwer tut. Sagen wir mal so. Und ich muss jetzt sagen, diese Autobahnstrecke ist dann doch nicht ganz so spektakulär, wie ich mir das erhofft habe. Hier fährt der andere. Das sieht natürlich doch irgendwie cool aus. Hier diese Autobahn, muss ich sagen, mit dem Bus drauf. Der Privatverkehr noch dazu. Okay, hat dann doch was. Da rasselt er vorbei. Nur bis wir jetzt hier oben sind, also da oben aus unserer Sicht, das dauert natürlich eine Ecke. Und die Strecke hier ist halt doch Autobahn hin oder her nicht so spektakulär. Ich würde sagen, wir verschieben das mal mit Zugucken. Wir haben nämlich noch einen Haufen andere Sachen zu tun. Die S-Bahn in Weißwasser, die steht an. Und wo wir gerade bei Weißwasser sind, wir haben hier noch stehende Züge. Machen wir schnell Pause. Jetzt haben wir aber auch woanders noch stehende Züge. Vielen Dank für diesen Hinweis. Da wurde sogar gesagt, wann man das gesehen hat. Und ich habe es trotzdem nicht gesehen. War das hier? Genau, guck mal. Da haben sich zwei wieder besonders lieb. warum ist das jetzt wieder so? Wir gucken mal nach. Das werden wir relativ schnell behoben haben. Vorausgesetzt, die Linie wird heute noch geladen. Das kennt man ja auch irgendwie. Komisch. Die Monatsupdates, die verursachen bei mir nicht wahnsinnig große Hänger, aber dieses Liniensuchen, das dauert dann doch immer noch einen Moment. Das würde hier eigentlich stimmen. Das muss ich wieder irgendwie verbrezelt haben, als wir irgendwo rumgebastelt haben. Würde ich mal behaupten. Ja, okay, das sollte aber eigentlich relativ einfach zu beheben sein. Wer fährt in die falsche Richtung, beziehungsweise wer benutzt das falsche Gleis? Das wäre der hier. Bitte in diese Richtung davon düsen. Eh nett. So, der hintere, der wird jetzt natürlich fahren, sobald der irgendwo hier ein Signal passiert, beziehungsweise, doch, hier ist ein Signal, genau. Gut, haben wir das gelöst. Danke nochmals. Ey, das muss man ja echt erstmal sehen. Also, weil ich war nicht mit der Kamera drauf fokussiert, sondern das hat man nur gesehen so im Vorbeigehen, wenn man genau geguckt hat. Und wie gesagt, ich habe selber geguckt und es nicht gesehen und noch geschrieben, ich glaube, das eine ist ein Fehlzug. Nein, nein, nein. Das waren keine Fehlzüge, das waren solche, die was tun sollen. Gut, wo wir bei stehenden Zügen sind, Weißwasser, da steht auch noch was. Also nicht was, das ist Arzfeld, da wollten wir gar nicht hin. Hier vorne ist Weißwasser. Und zwar unsere relativ neu gemachte Linie hier mit nur diesen Einzellokomotiven. Oh, und es ist halt wieder, ich gucke mal in die Richtung. was passt dem Spiel an Weißwasser nicht? Ich frage mich jedes Mal, wenn wir hier hinkommen, was hier nicht okay ist, spieltechnisch. Es wäre so eine coole Stadt. Okay, ein bisschen weiter reingezoomt geht's. Aber wir sind jetzt hier auch nicht zum Gucken. Deswegen mache ich schnell Pause. Hier stehen auch schon wieder Autos. Da müssen wir vielleicht auch nochmal schnell drauf achten dann, wenn wir sowieso hier in Weißwasser sind wegen der S-Bahn. Hier müssten irgendwo eben diese einzelnen Lokomotiven, also die wartet hier schon mal. Da kriegt man ja Kopfschmerzen von diesem
Frame für Frame Dingens. Hier. Ach, ist ja süß. Da brauchen wir mal die Linie. Wo hat es hier einen Fehler drin? Ich glaube, ich ahne es schon. Na? Denn die Lok, die gehört hier nicht hin. Die müsste weiter hinten warten. Das ist ja nur einspurig hier. Und hier haben wir ein Signal. Und das Signal gehört nicht hier hin. Das ist wahrscheinlich noch von früher, als hier noch kein Zug drauf fuhr, denke ich mir mal, dass ich das so gemacht habe, in der Annahme, dass das hier mal zweigleisig ist, aber das kann nicht funktionieren. Also Signal weg, das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, da ist ein Zug im Weg, genau, schade, Versuch was wert, ja, dann weißt du was, dann dreh du mal, denn der andere kann nicht wirklich drehen, der andere Zug. Links und rechts schießt es vorbei. Okay, das bringt jetzt aber natürlich dahingehend auch nichts. Da muss der hintere dann hier eben doch auch drehen. Wobei, nö, der Zug kann ja dran vorbei. Habe ich eigentlich die falsche Lok erwischt. Du müsstest drehen. So, damit wir hier dieses Signal wegbekommen. Ich wollte nicht. Ich wollte diesen hier. Genau, so, jetzt passt's. Da fährt keiner mehr bis hierhin. Gut. Bestens hätten wir das auch. Der müsste ja jetzt hier eigentlich rechts. Macht er auch. Perfekt. Gut, und der fährt los. Auch wunderbar. Dann können die jetzt hier in Ruhe rumflitzen. Da hat man gerade noch schön gesehen, wie das Signal auf grün geschaltet hat. Bestens. Gut, jetzt könnten wir eigentlich zu unserer S-Bahn kommen. Jetzt möchte ich aber noch ganz schnell in Sachen Forstwirtschaft aktiv werden. Und zwar zweimal. Das sollte jetzt aber nicht allzu lange dauern. Denn hier unser Ausflugsziel, das ist noch ein bisschen nackig. Da hätte ich gerne Wald. Und das machen wir natürlich mit der Mod. Und zwar ohne Strom, genau. Ganz sicher mal, ja, überall ein bisschen. Ich würde sagen, mal hier. Mal ein bisschen hier. Denn was ist schon ein Ausflugsziel, was irgendwie nur so, ja, eine nackte Kirche hat? Oh, kann ich hier nicht? Das wäre noch schön, wenn ich hier auch... Ah doch, hier oben geht's. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier noch ein bisschen Gleis hinkriegen würde. Dann hier. Geht auch nicht. Okay. So, ich bin dann gespannt, wie das in Weißwasser... mit der Kirche... mit der Kirche sage ich schon, vor lauter hier gebastelt. mit der S-Bahn funktioniert. Hier vielleicht noch, davor ein, zwei Bäume, Gebüsche, irgendwas. So, falls jetzt jemand das Spiel nicht so kennt und sich denkt, warum legt er da Schienen? Die brauche ich, um die Bäume zu platzieren. Das ist eine Mod, die, ja, die halt Schienen voraussetzt. Man könnte hier auch noch ein bisschen, wenigstens ein paar Gebüsche. So, und Wald und Co. vielleicht noch. Ja, hier auch noch. So, gut, haben wir die Grundlage schon gelegt. Jetzt brauchen wir Büsche, Wald und alles, was wir so haben. Hecken. Wir fangen mal hier oben an. So, die werden jetzt hier einfach mal verteilt. Wie es ein... Ups, gerade in den Sinn kommt. Haben wir hier vorne noch was? Ja, wir haben überall noch ein bisschen. Aha, hier haben wir den Wald. Den hätte ich gerne sicherlich hier hinten. Hier haben wir Platz. Hier noch. Wie es dann aussieht, sehen wir am Schluss. Dann können wir je nachdem noch Korrekturen anbringen. Wir haben irgendwo noch mehr Wald oder noch mehr Hecken zumindest. Und Bäume. Die sind ja wieder gut weit unten. Das wäre mal ein Baum. Und da sollte man am Schluss natürlich dann keine Schienen mehr sehen. Also das ist, denke ich mir, klar. Das müsste auch irgendwie zu schaffen sein. Da können wir eigentlich bald auf Wald in dem Sinn verzichten, denn das ist ja bald schon Wald, was wir hier machen. Da wird man tatsächlich noch als Gärtner aktiv, ist ja auch nicht schlecht. Das ist der Baum, hier hätten wir noch eine Tanne. Ist das eine Tanne? Nee. Nee, irgendwie doch, sowas Tannenähnliches. Ich bin nicht wirklich Baumexperte, das wird jetzt sicherlich alle wundern. Haben wir noch mehr? Irgendwo war doch
Ich dachte, es hätte noch mehr Wald gehabt. So weit unten? Friedhof? Nee, wollen wir jetzt. Hier ist noch eine Hecke, eine einzelne. Die hat eine gute Größe, um hier die Löcher zuzukriegen. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich egal, was hier genau ist. Hauptsache ist, es ist grün und hat keine Schiene mehr. Da war noch ein bisschen. So, ich muss aber doch ein bisschen gucken, dass wir dann nicht nur diese Hecke haben. Sagt's und macht weiter mit der Hecke. Auch nicht schlecht. Ist halt gerade schön, das Ding. Das ist relativ einfach, das Ding zu setzen. Nein, sonst haben wir nichts mehr. Okay, eine Tankstelle hätten wir noch. Ich weiß, aber hier oben eine Tankstelle. Nein, das ist ein Ausflugsziel. Wir sollen woanders tanken. Klar, Busse kommen ja auch hier hoch. Aber eben, ja, das würde noch fehlen, hier oben eine Tankstelle. Da guckt doch noch ein bisschen Schiene raus. Kriege ich da nicht... Oh, sag jetzt nicht, ich krieg das hier nicht. Irgendwie müsste man doch hier noch was raufkriegen. Sonst machen wir die Schiene noch ein bisschen länger. Ne, so geht's. Okay, das ist Fels hier. Sonst haben wir hier keine Schiene mehr. Hier ist noch ein bisschen. Na, frickelig. Hier ein Baum. Ja, das irgendwie, also man muss ja schon relativ gut zielen, damit das hier passt. Und ich möchte eigentlich den Baum hier vorne haben. So. Hier noch Baum. Hier noch Baum. Froh bin ich ja, dass das immerhin so gemacht ist, dass man nicht jedes Mal, wenn man einen Baum gesetzt hat, wieder ins Menü rein muss. Das ist ja bei sonst bei den anderen Sachen doch teilweise der Fall. Also bei den Signalen und Co. So, jetzt haben wir dann ein bisschen viel von diesen Bäumen. Dann nehmen wir mal noch die hier. Haben wir hier irgendwo noch Gleis? Ich glaube nicht. Doch, hier hinten. Na? Ah, jetzt. Einmal Baum. So, jetzt haben wir es dann gleich. Würde ich mal meinen. Hier ist wieder Fels. Das ist uninteressant. Hier haben wir noch... Ne, hier haben wir kein Gleis mehr. Ja, ich würde sagen, wir können uns das doch jetzt mal angucken. Hier machen wir auch mal zu. Ja, das sieht doch schon bedeutend anders aus. Auch wenn das hier nicht genau stimmt. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen operativ eingreifen. Wenn ich das jetzt wieder runterdrücke, dass sich das nach da hinten verteilt. Ja, ein bisschen hat es geklappt. Okay. Aber das sind natürlich ja hier auch nochmal. Das sind so Feinheiten. Da würde ich jetzt nicht mehr massiv... eingreifen. So. Besser ist es, aber ja, irgendwie ist es eben doch, es nervt einem dann. Wenn man es eigentlich von der Idee her schön macht oder zumindest schön machen will. So, besser. Okay, mit ein bisschen Fels. Jetzt haben wir hier auch noch so ein Ding eigentlich überall. Das ist ja, da muss man im Prinzip auch die Erde vorher plätten, bevor man das installiert hier offensichtlich. Also nicht installiert, sondern raufballert. Das wollte ich haben. Dieses hier. Ja, muss reichen. Gut, jetzt sieht man die Kirche nicht mehr. Aber irgendwie ist es nett geworden hier. Die Treppe fügt sich doch auch relativ gut ein. Hier hinten haben wir dann das Begrünte und hier haben wir das Gleis. Nett. Okay, könnte noch mehr vertragen, aber ich möchte jetzt hier eigentlich nicht noch mehr machen. Schade ist das, wenn man weggeht. Ja, dann verschwinden die Sachen. Aus Performancegründen natürlich. Okay, haben wir. Sehr gut, jetzt noch ab zum Bahnhof, der ist eh gleich hier hinten, denn hier wurde auch Wald gefordert, wobei, wisst ihr was, ich würde sagen, wir lassen, nee doch, ein bisschen ziehen wir schon mal. Aber ich wollte gerade sagen, bevor wir hier nicht fertig sind, was wir ja noch nicht sind, machen wir hier noch nicht allzu viel. Aber es wurde eigentlich hinter dem Schrottplatz und hinter dem Ringlock-Schuppen Wald gewünscht. Und das ist sehr gut nachvollziehbar, würde ich mal sagen.
Das sieht sicherlich gleich ein bisschen besser aus. So, jetzt machen wir hier die schnelle Variante. Wir wollen zur S-Bahn. Also ich möchte vor allem zur S-Bahn und ihr wahrscheinlich auch. Na? Bitte setzen. Den Baum. Wo war gleich nochmal der Wald? Wald, 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 Wald. Scroll, Scroll, Hecke. Die ist eigentlich auch relativ gut. Der Wald ist halt schön groß. Der deckt dann gleich mal ordentlich was ein hier. Mischwald müsste das sein. Wo ich nicht vom Fach bin, aber zumindest habe ich den Begriff Mischwald doch auch schon mal gehört. So, wieder alle Gleise verdecken. Ich bleibe jetzt mal bei der, sonst müssen wir wieder zu viel scrollen. Wobei, die eine Hecke hier unten. Baum. Oh, der ist eigentlich auch nett. Der Baum. Wo jetzt die andere Hecke ist, weiß ich nicht. Irgendwo war doch noch so eine coole Hecke, mit der man so schön die kleinen Stellen verdecken konnte. So, das ist jetzt vielleicht nicht so atemberaubend zum Zusehen, aber dafür sieht natürlich nachher alles wieder wesentlich lebendiger und edler und besser aus. Und wir kommen gleich zu den spannenden Sachen. Was haben wir denn hier noch? Ja, ich würde sagen, für den ersten Moment ist das gar nicht schlecht. Das sieht schon viel besser aus. Das müsste hier natürlich noch weiter rum. Das kann man hier noch durchziehen, aber solange wir hier nicht wissen, ob wir nicht noch eine Brücke oder so rüberziehen, würde ich sagen, lassen wir es mal so. Und es ist auch nicht interessanterweise, dass es auf die Performance schlagen würde. Das sind jetzt auch alles Wegpunkte. Ich denke, in Weißwasser, es ist wirklich, es sind die Häuser. Dabei sind die nicht gemoddet, die Häuser, sondern die sind, ja, die sind vom Spiel her. Und hier hätten wir auch Hochhäuser. Hier ist es auch performant. Ja, irgendwas, keine Ahnung, was Weißwasser reitet, so wenig Frames rauszurücken. Gut, wir kommen zur S-Bahn, während hier unsere Museumsbahn rumfährt. Schön, die ist wieder auf dem Weg zum Ausflugsziel, für das wir eben noch keinen Namen haben, aber das wird kommen. Gut, wir pausieren das Ganze, denn jetzt wird es interessant. S-Bahn haben wir gesagt. Hier hinten durch. Hier ist alles zu. Das gäbe dann mehr eine U-Bahn, würde ich mal meinen. Wahrscheinlich besser auf der anderen Seite durch. Und das Ziel wäre hier hinten. Hier irgendwo oder meinetwegen auch hier beim Busbahnhof. Wäre auch eine Möglichkeit. Wenn wir dann... Ja, ist überall schwierig. Ist natürlich überall zu. Aber hier denke ich mir, könnte man je nachdem mit einer Brücke rüber. Wenn wir... Wo fangen wir denn da am besten an? Wenn wir jetzt hier rausgehen. Hier runter, das Gleis noch hier anlegen und dann hier gerade rüber. Das machen wir mal. Was wir gebaut haben, haben wir gebaut. Und als Gleis nehmen wir... Gott, wie schnell ist denn so eine S-Bahn? Ach, wir nehmen mal standardmäßig die Hochgeschwindigkeitsgleise. Ganz frech. Aber welches Gleis nehmen wir? Müssen wir hier irgendwo noch, wenn wir hier rausgehen, hier runter? Nein, und sonst ändern wir es wieder. Das Problem ist einfach, wenn ich das Gleis jetzt nehme, dann hat das hier eigentlich keine Bedeutung mehr. Oder wir machen halt eine Weiche. Das wäre auch eine Idee. Wir gehen mal hier hin und machen da vorne eine Weiche. Warum kann ich das nicht schön anlegen? Das ist irgendwie... So, weil das krumm ist hier. Ist das krumm? Ja. Das ist definitiv ein bisschen krumm. Aber anlegen müsste ja doch gehen. Okay, jetzt geht's. So, wenn wir jetzt weitergehen... Das geht nicht. Ich krieg dann die Weiche nicht hin. Wir müssen die Weiche weiter vorn machen. Hier zum Beispiel. Gut. Und jetzt gehen wir hier ran. Passt das so? Ja, das kann man, denke ich, so machen. Na. Okay. Und dann... Möchte ich hier? Dann kann man nur die ganze Weiche abreißen. Ich reiß mal und guck, was passiert. Jetzt haben wir zumindest den Platz auf sicher, dass wir hier mit der Weiche reinkommen. Okay. Gut.
gar nicht schlecht eigentlich. Dann geht das hier durch, habe ich gesagt. Wir legen sie hier an und hier vorne geht das auch noch normal rüber. Und hier geht es dann irgendwann natürlich in die Höhe. Ich bin ja gespannt, wie das rauskommt. Hier kommen wir noch gut rüber. Okay, das ist schon mal beruhigend. Ein zweites Gleis, würde ich sagen. Ja, doch, brauchen wir. Das gibt keinen Rundkurs, sonst müssen wir außen rum. Also brauchen wir hier noch ein zweites Gleis. Okay, machen wir gleich. Was wir haben, das haben wir. Kann ich das hier wieder... Genau. So schön. Dann nehmen wir das mit. Ziehen das gleich mal hier rüber. Das geht alles problemlos. Das ist wunderbar. Okay, dann haben wir hier wieder einen ordentlichen Bahnübergang. Heiliges bisschen. Wenn sie da wieder rüber wollen, naja, nicht unser Problem. Nehmt Bus und Bahn. So, und jetzt hier eine Brücke. Ach du grüne. Neune. Also nach hier hinten wäre realistisch, denke ich mir. Das wäre eh nicht schlecht, denn hier... Nee, wo war es denn? Hier. Denn hier ist ein Busbahnhof. Da können sie umsteigen. Dann im Stau stehen. Hier rüber. Hier eine Brücke. Puh, das ist eigentlich... Das ist ja schon bald eine Brücke über eine Brücke dann. Lasst uns doch zuerst mal die Brücke machen. Und zwar... Ja, wir machen das mal oldschool. Also sprich, diesen hier. Halt. Erwischen müsste man es noch. So, können wir hier, wenn wir so rüber, ist das in irgendeiner Form machbar? Nee, bis jetzt nicht, okay. Da ist auch noch eine Straße im Weg. Am besten wäre natürlich schon eine Brücke. Oh, guck jetzt. Oh, 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 oh. Aha. Wow. Das muss man dem Spiel dann ja doch lassen. Also trotz den vielen Gleisen und allem, jetzt kriegt man die Pfeiler. Doch zwischen die Gleise, das passt perfekt. Okay, das ist jetzt natürlich Käse so, das geht viel zu hoch rauf. So wäre es realistischer. Kommen hier die Züge noch durch? Eigentlich ja. Kommen wir hier mit dem Gleis? Ja, sonst reißen wir da neue. Also reißen wir ab. Das ist gar nicht schlecht. Vielleicht noch ein bisschen runter? Nein, okay, geht nicht. Das geht nicht. Nicht jetzt hier wieder... Jetzt ändert es wieder die Brücke. Was nehmen wir denn? Highspeed oder Bahnviadukt in Hamburg? Die haben wir eigentlich schon in Krummstedt. Ich würde fast lieber die hier nehmen jetzt, damit das ein bisschen anders aussieht. Das hat auch ein bisschen die fetteren Pfeiler. Das sieht besser aus, meiner Meinung nach. Und eben, es ist halt schon so, dass wir... Ich überlege gerade, wenn wir hier zuerst auf diesen Hügel gehen und von diesem Hügel weiter. Nee, das ist besser so, gleich ganz rüber. Sonst haben wir wieder so ein aufgeteiltes Ding. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Okay, das geht mit weiter runter auch nicht. Jetzt wird das wieder verworfen. Wo sind meine Brücken hingekommen? Hier. Das passt soweit. Jetzt müssen wir einfach noch gucken. Vielleicht, dass wir... Kommen wir hier nicht ein bisschen mit einer größeren Kurve? Würg, würg. Nach hier hinten. Wir müssen ja auch wieder runterkommen. Das ist das Problem. Brückenpfeilergröße. So geht's. Okay. Dann müssen wir... Wir müssen aber über die Straße sowieso auch... Dann können wir es auch gleich weiterziehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir da nicht mehr vernünftig nach da hinten kommen. Aber sonst machen wir den Bahnhof halt hier, den S-Bahnhof, wenn wir mehr Platz brauchen. Nochmal gucken wegen den Zügen. Die passen unten durch. Straße ebenso. Hier auch. Gibt gleich wieder ein neues Bild von der Stadt. Ist schon interessant. Und hier... Ja, das müssten wir schaffen, da reinkommen. Oh, wir brauchen ja dann noch eine zweite Brücke. Ob das geht? Naja, sonst haben wir halt eingleisig hier. Ich baue das mal. 400.000, das ist eh human, würde ich mal meinen. Da können wir sogar so runter. Gut.
Was macht die Straße hier? Die möchte auch noch nach irgendwo hier hinten. Lasst uns doch zuerst die Straße noch fertig bauen. Ist das eine Innerortsstraße? Ja. Okay. Kannst du noch hier hin? Dann können sie hier noch bauen, wenn sie wollen. Passt. Strom haben wir auch. Jetzt müssen wir hier noch rüber. Und der hier. Das wird ein bisschen eng. Ich lasse mal schnell laufen. Ach, passt. Also Bremgarten, das ist ja nett. Kenne ich sogar noch. Da war ich auch schon öfters in der Schweiz, im Kanton Aargau. Ja. Passt. Es sieht irgendwie, also mir gefällt's. Das sieht irgendwie ziemlich nach S-Bahn aus. Und das war ja das Ziel. Gut, können wir hier vielleicht sogar schon weiter und runter? Oder macht es dann so eine komische... Ne, jetzt sind wir unten. Das würde auch passen. Und ausgerichtet ist das Ganze auch schon nach ungefähr da, wo wir hinwollen. Passt. Gut. In die andere Richtung drehen, damit wir mehr Frames haben. Cool. Schön. Aber jetzt eben. Die zweite Brücke. Ja, ich versuche es jetzt einfach mal ganz frech mal anlegen. Mal gucken, was passiert, was das Spiel meint. Wahrscheinlich merk. Brückenpfeiler-Kollision. Ich habe es befürchtet. Auf der anderen Seite. Manchmal geht es ja komischerweise außenrum dann doch. Wow. Sehr schön. Gekauft. Nehmen wir gleich. Was wir jetzt hier hinten machen, müssen wir halt gucken. Jetzt sind wir eigentlich falsch rum sozusagen. Aber da reißen wir einfach nochmal ab. Jetzt nehmen wir natürlich zuerst das Innere. Also eigentlich ist es das äußere Gleis. So. Das dürfte eigentlich keine Kollision geben. Höchstens wir hätten hier wieder so einen Mini-Zipfel. Nee, hier haben wir eine ganze Brücke. Das ist definitiv kein Mini-Zipfel. Das kommt irgendwie ein bisschen zu gerade raus hier. Haben wir hier den Mini-Zipfel? Genau. Nochmal. Jetzt ist hier was im Weg. Das darf ja nicht wahr sein. Moment, müssen wir anders bauen. Nehmen wir den Zipfel hier. Bis hierhin geht's. Anlegen. Hier ranmachen geht nicht. Dann habe ich ein Problem mit dem anderen Gleis. Das ist ja doof. Dann bauen wir das ganz in kleinen Schritten. Muss ja machbar sein. Hier anlegen. Und jetzt hier ran. Und schon geht's. Das wird jetzt wahrscheinlich auch gehen. Dann ist aber nicht angelegt. Deswegen nochmal. Bestens. Passt. Und schon haben wir tatsächlich hier eine zweispurige S-Bahn rüber. Also wir haben die Bahn noch nicht, aber die Konstruktion. Moment. So. Nett. Gefällt mir. Okay. Und fährt ja noch gar nichts. Von daher. Also und jetzt hier der Bahnhof. Ja, irgendwo bei diesem Bus-Dingens. Ein S-Bahnhof. Ja, das ist wieder irgendwie... Was sieht aus wie ein S-Bahnhof? Definitiv nicht, aber ich würde den halt auch gerne mal noch benutzen. Aber der sieht halt einfach wirklich wie so ein wunderschöner Bahnhof für ein, ja, für ein kleines Dörfchen aus. Aber da sollen wir den nehmen, dann hätten wir hier... Dann haben wir den dritten Bahnhof in der Stadt. Und wie nehmen wir den? Das ist hier halt mehr S-Bahn. Ich nehme den. Ups, und weg ist er. Ich nehme den. Keine Angst, ich nehme diesen neuen Bahnhof mit Sicherheit auch noch, denn der ist einfach schön. Wie machen wir das? Machen wir den so hin, dass wir hinten vielleicht doch mal noch raus können? Oder setzen wir ihn so rein? Dann gibt es einen Kopfbahnhof. Ich würde den Kopfbahnhof fast eher nehmen, ehrlich gesagt. Wir können ja vorne dann auch, ich kann es jetzt nicht zeigen, da hier ein Bahnhof an der Strippe hängt. Aber wir können vorne natürlich dann trotzdem links raus. Wir machen den mal zweigleisig, falls wir wirklich von der anderen Seite auch noch aus irgendeinem Grund kommen wollen. Jetzt kriege ich ihn nur nicht paralleler hin, leider. Das ist doof, dass das so abgeht.
abgehakt ist hier mit der Stufenregulierung sozusagen, dann machen wir den ein bisschen krümmer rein. Und hinten gibt es dann noch, hinten kann man zum Beispiel noch ein Depot anhängen. Dann gehen wir ein bisschen weiter weg. Nein, zu weit dürfen wir auch nicht, sonst kommen wir vorne nicht um die Kurve. Wisst ihr was, ich mache den jetzt mal hier hin. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir hier überhaupt um die Kurve rumkommen. Wir hätten die Brücke fast noch ein bisschen weiter hochnehmen sollen. Aber da wusste ich noch nicht, wie wir den Bahnhof bauen. Geht das überhaupt? Nein, das... da ist irgendwie Bau nicht möglich. Wenn wir hinten reingehen, dann sind wir zu nah dran. Wir müssen so oder so eine üble Kurve machen. Wie sieht denn der Bahnhof aus? Der Bahnhof ist eigentlich wirklich sehr S-bahnig. Gleich mal noch updaten hier. Strom haben wir. Mit der Straße kommen wir da natürlich auch gut weg. Was kann ich hier denn noch korrigieren? Ich möchte natürlich nicht nochmal die ganze Brücke abreißen. Werde ich auch nicht machen, denn ob ich die dann nochmal so hinkriege... Der Bahnhof ist halt falsch. Wir machen den Bahnhof anders. Nein, ich möchte den nicht irgendwie... Genau, ich möchte ihn weghaben. Aber den Bahnhof jetzt in die andere Richtung stellen, ist von daher ein Problem, dass hier die Straße im Weg ist. Das können wir nicht mehr ändern. Also klar, wir können die Straße noch abreißen. Aber wenn wir den Bahnhof so machen... Er ist dann zu weit weg von diesem Busbahnhof. Das gefällt mir irgendwie auch nicht. Länge haben wir eigentlich die kürzeste. Das würde passen. Vielleicht als Alternative das Ganze so, eher so krumm. Da hinten mit dem Ende. Das wäre auch nicht schlecht. Das könnten wir mal versuchen. Kommen wir so besser rein. Gleise werde ich gleich wieder updaten. Das ist kein Ding. In einem Zug geht's nicht. Aber eben, das ist ja auch eine S-Bahn und keine Hochgeschwindigkeitsbahn. Das müsste doch gehen. Können wir hier nicht irgendwie diesen Zipfel ein bisschen gerade haben? Nein, ich möchte das hier noch nicht. Ich möchte hier was ausprobieren. Dafür brauchen wir eine Weiche. Wir bräuchten hier eine Weiche. Das geht schon mal nicht. Einmal bauen. Einmal Weiche. Und einmal abreißen. Aber so, dass die Brücke noch steht. So, jetzt müssten wir doch hier doch eigentlich genau so rauskommen. Und dann wäre das besser. Ich versuche das gleich mal direkt. Geht natürlich nicht. Geht es denn mit dem zweiten Gleis? Geht es auch nicht. Okay, dann machen wir es doch in Schritten. Also, jetzt geht es 300. Da haben wir 250 gehabt. Das geht eigentlich auch. Jetzt haben wir aber natürlich das Gleis auf dem falschen. Moment. Sonst kommen wir dem anderen Gleis da in die Quere. Hier, dem hier. Da hat es jetzt schon so eine schöne Grube ausgelegt. Aber wir müssen mit dem hier hin. Jetzt reiße ich es wieder ab. Was für ein Gebastel, Herr Heisenberg. Konzentration. Also, so. Und dann hier rein. Das geht wunderbar. Dann können wir hier die Weiche machen. Das geht auch. Okay. Komische Weiche. Kommen wir jetzt hier mit dem Gleis da rein? Nee, ich dachte es doch. Ich hab's vermutet. Irgendwie ist das ist aber auch eine ganz komische Weiche. So ein gerades Stück. So. Da hat schon weitergebaut. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja, denkste. Okay, in Etappen bauen. Nicht immer diese riesenlangen Stücke. Und dann geht's nämlich auch. Bestens. Gut. Signale. Ah, wir waren gerade noch bei den Bäumen. Genau, da müssen wir wieder ganz nach oben. So, einmal Signal hier. Ja, die sind ja nicht allzu lang.
die S-Bahn hier vor der Brücke. Das ist doch eigentlich relativ nett. Auf der Brücke natürlich geht nicht. Leider. Wäre noch schön, wenn das vielleicht auch mal noch irgendwie gemoddet werden würde. Dann machen wir nach der Brücke. Blocksignal. Nein, 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 nein. Falsch. So, hier brauchen wir das. Gut. Hier vor und nach. Ja. Geht das nur da hinten? Tatsächlich. Okay. Reicht's nochmal für eins? Ja. Knapp. Das muss ich aber nochmal kontrollieren hier mit der Bahnschranke. Doch, das ist ein langes Stück. Und dann machen wir hier natürlich noch welche hin. Falsche Richtung. Einmal hier. Und noch für den ausfahrenden Zug. Hier haben wir eh die Weiche, das passt eigentlich perfekt. Können wir hier hin machen. Machen wir hier auch gleich eins, sieht besser aus. Können wir immer noch wieder wegnehmen. Wenn es nicht stimmt aus irgendeinem Grund. Wir werden das Gleis wahrscheinlich eh noch brauchen, wenn wir hier einen anderen Zug haben. Wisst ihr was, jetzt könnten wir aber natürlich hier noch schnell... ja, zumindest die Gleise updaten, die wir hier für die S-Bahn brauchen. Die beiden. Hier die Museumsbahn lassen wir natürlich so. Und hier hinten muss ich glaube ich auch nochmal. Ja, das sieht man schon von Weitem. Das ist ganz, ganz rot. So, ja. Und schon hätten wir unsere S-Bahn. Wir fahren mal ganz schnell hier rüber. Ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Ich denke, die sieht doch relativ cool aus. Die hat was richtig Fettes hier. Wenn hier natürlich die Züge unten durchrasseln, was sie gerade tun, wie wenn ich sie bestellt hätte, und hier dann die S-Bahn rüberdüst, dann sieht das schon nach was aus, denke ich mir. Diese S-Bahn, die werden wir dann das nächste Mal kaufen. Da gibt es eher schon Vorschläge dafür. Werde ich mich gerne danach richten. Das sind nämlich relativ schöne Bahnen, wie ich gesehen habe. Gut, vielen Dank Leute fürs Zusehen vom S-Bahnbau und von der Forstwirtschaft. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Dann gibt es die S-Bahn. Gut, nochmal einmal drehen und Züge jagen. Das ist in Weißwasser nicht allzu schwierig. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.